Good morning to this last minute addition to our Fahrplan today. There will probably be time for a few minutes of Q&A, so you can ask questions here or on IRC and Twitter via our signal agents. Please welcome bitte, heißt willkommen. Jake Applebaum, Journalist for his talk to protect and infect. Unabhängiger Journalist für seinen Talk Schützen und Infizieren, to protect and infect, Teil 2. Okay. All right, thanks so much for coming so early in the okay, vielen Dank, dass ihr so früh am Morgen gekommen seid. Vielleicht nicht so früh für die meisten von euch. Ihr habt alle seit mehr als einer Stunde seid ihr schon wach. Also, in diesem Vortrag heute werde ich ein bisschen über etwas, was ihr vielleicht schon gehört habt während des Kongresses und einige Dinge, die ihr nicht wahrscheinlich noch nie in eurem Leben gehört habt und die noch schlimmer sind als eure schlimmsten Albträume. Also, vor kurzem haben wir etwas gehört über die Spionage durch Dinge wie Finn Fischer, Lupin, und das wird in dieser Reihenfolge immer geschickter, immer ausgefeilter und enger zusammenhängend mit den Geheimdiensten. Es gibt ein Freedom of Information Anfrage, dass Lupin tatsächlich mit den NSA verbunden ist. Dies ist also so der ganze Bereich, ist das ganze Spiel. Ich glaube, es geht hier um forensische Hardware und ich habe einige davon gekauft und habe mir angeschaut, wie die arbeitet und habe gemerkt, dass dieser Mouse-Trigger, den man einstöpselt, der also den Bildschirm wachhalten soll, habt ihr das gesehen? Ein Stück forensische Hardware, die den Screensaver deaktiviert und wenn man dies in eine Linux-Box, die System 5 läuft, einstöpselt, dann wird die Screen sofort gelockt. Wenn also Menschen über freie Software reden, frei wie in Freiheit, dies ist ein Teil von dem, worüber wir hier reden. Es gibt einige andere Dinge, die ich nicht wirklich erwähnen werde, denn das ist einfach Scheiß, der nicht wirklich zählt und den wir schlagen können. Aber ich möchte etwas reden über, wie es nicht unbedingt so ist, dass, weil sie nicht die fantastischsten, geschicktesten Dinge sind, dann müssen wir uns nicht um sie kümmern. Raphael hier ist ein Journalist, den ich in Oslo kennengelernt habe, beim Oslo Freedom Forum, und er hat mich gebeten, seinen Computer anzuschauen, weil er sagte, etwas ist falsch mit meinem Computer, ich glaube, irgendwas macht ihn langsam, und ich dachte, ich werde nichts finden, ich habe die Werkzeuge nicht, ich schaue mir das einfach, ich setze einfach mal dran, und das muss einfach die doofste Hintertür sein, jemals sein, ein Programm, das einfach in einer Schleife läuft und Screenshots nimmt, und einige konnten nicht hochgeladen werden, es gab also Gigabytes von Screenshots in seinem Home-Verzeichnis, und ich habe gesagt, tut mir leid, dass ich dir sagen muss, aber ich glaube, du bist übernommen worden von völligen Idioten. Und er fühlte sich wirklich verletzt, und er sagte, was er sagte, er ist ein investigativer Journalist, der mit geheimen Dokumenten ständig arbeitet und extremer Betriebssicherheit, um seine Quellen zu schützen, aber wenn es ums Computing ging, dann hat es nicht geklappt, und er ist ziemlich übel also kompromittiert worden. Er hat nicht Tails benutzt, das solltet ihr wohl alle tun. Apple ist eigentlich ganz gut darin gewesen, dies zurückzuholen. Und dies ist verbunden mit sehr vielen anderen Angriffen über die ganze Welt. Und das ist, was hier mit Operation Hangover angedeutet ist. Das Schlimme daran ist, das Beängstigende ist, dass im Sommer er tatsächlich festgenommen wurde in Zusammenhang mit all dieser Dinge. Und ich denke, er ist jetzt wieder freigelassen, aber wenn man in einer militärischen Diktatur festgenommen wird, dann ist das doch eine Beeinträchtigung. Und es ist also eine dumme Hintertür, aber doch eine Bedrohung. Also die einfachsten Dinge können ernsthaften Schaden anrichten bei Leuten, die mit dem Aussprechen der Wahrheit beschäftigt sind. Und dies ist also ein großer Teil meiner Motivation, um hier hinzukommen und über das zu reden, was ich jetzt besprechen werde. Dass nämlich für jede Person, über die wir hören, es sehr viele gibt, über die wir nie hören. Und das ist für mich sehr beängstigend. Und wir müssen etwas Transparenz herstellen. Und das werde ich nun sprechen. Ich möchte das wirklich betonen. Obwohl sie nicht wirklich beeindruckend sind, sind diese Angriffe doch schädlich. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man verbreiten muss.
einige dieser Hintertüren sind wirklich nicht sehr geschickt, nicht so interessant. Und in einigen Fällen sind sie ganz einfach normale Standardkäufe, Business-Software, also Software zum Ausnutzen von Business-Software. Das ist wirklich sehr traurig und ich denke auch, wir können das ändern, wir können das, indem wir es enthüllen, auch wenden. Also worum geht es hier? Grundsätzlich geht es um Control, Baby. Und das ist, wo wir einsteigen werden. Nicht nur Kontrolle von Maschinen. Was Raphael passiert ist, ging um die Kontrolle von Menschen. Und wenn wir über Dinge wie Internetfreiheit reden, dann reden wir über taktische Überwachung und strategische Überwachung und Kontrolle von Menschen durch die Maschinen, die sie benutzen. Und dies ist wirklich ich versuche euch ein bisschen zum Lachen zu bringen, weil was ich euch zeige, ist wirklich adern aufschneidend, depressiv, deprimierend. Also grundsätzlich, die NSA möchten in der Lage sein, euch auszuspionieren und sie haben 13 verschiedene Wege, euch auszuforschen. 10 davon kennt ihr und sie benutzen alle 13. Ziemlich beängstigend. Und ihr Ziel ist absolute Überwachung von allem, an dem sie interessiert sind. Und es gibt also keine Grenzen zu dem, was sie tun wollen. Vielleicht einige von den Grenzen für das, wofür sie bezahlt werden. Und es gibt Grenzen der Skala. Und es gibt bestimmte taktische Dinge, wo sie also gezielt auswählen müssen. Und diese Dinge sind begrenzt, entweder durch Budget oder durch Zeit. Wie wir nun im Spiegel veröffentlicht haben, auf der Website, sollte also live sein für euch alle. Ich habe es gerade geprüft. Wir haben eine ganze Reihe von Details über das Budget und auch die beteiligten Menschen veröffentlicht bei der USA und die zugeschnittenen Operationen. Und um euch eine kurze Idee zu geben, es gibt eine kurze Zeitspanne, in der das Internet wirklich frei war und wir hatten keine Menschen vom US-Militär, die es beobachteten und alles ausnutzten. Und nun sehen wir jedes Jahr, dass die Anzahl der Leute, die angestellt werden, um in Computer einzubrechen, als Part von großen Operationen, diese Anzahl Leute wächst von Tag zu Tag und jedes Jahr gibt es mehr und mehr Leute, die zugewiesen werden. Wir sehen diesen Zuwachs. Das ist also das Ziel. Absolute Überwachung, ohne dass es bemerkt wird, komplett im Dunkeln. Nun, das Gute ist, dass das nicht möglich ist. Ich zeige euch ein bisschen darüber. Zunächst, bevor ich einige Bilder zeige, möchte ich euch erstmal einen Überblick geben, so von oben. Es gibt eine planetarische strategische Überwachung und eigentlich viele, alles von bis, es gibt das National Reconnaissance Office mit ihren Satelliten, also sogar über den Planeten hinaus, alles Dinge, die wir eigentlich wissen, die sind auf Wikipedia, aber ich möchte auch ein wenig über die Internetseite reden, weil ich denke, dass das wirklich faszinierend ist. Also ein Teil von dem, was wir heute veröffentlichen beim Spiegel und was also veröffentlicht worden ist, um gerade die Zeitleiste hier klarzustellen, ich bin nicht der Erste, der dieses enthüllt. Wir fassen zusammen, was bereits im Internet bekannt geworden ist. Es geht durch einen sehr großen Redaktionsprozess. Wir haben alle Agenten entfernt, Agentennamen und Telefonnummern, E-Mail-Adressen und alle ihre Verbindungen. Und ich sollte sagen, ich denke, dass die Gesetze hier einfach falsch sind, weil sie die Unterdrücker befürchten, die kriminell vorgehen. Also wenn wir also die Namen entfernen, die in verbrecherischen Aktivitäten sich engagieren, dann tun wir eigentlich nicht das Richtige, aber ich denke, wir sollten uns an die Gesetze halten, um weiter veröffentlichen zu können. Ich denke, das ist sehr wichtig. Außerdem haben wir entfernt die Namen von Opfern von NSA-Überwachung, denn wir denken, dass da ein Gleichgewicht bestehen muss. Es ist eigentlich ein schweres Problem, weil die US-Regierung sagt, wenn ich keinen Beweis habe, dass überwacht werden, dann müssen wir das veröffentlichen. Wir wollen das nicht tun, weil einige dieser davon doch ein legitimes Ziel von Überwachung sein könnten. Und wir wollen diese Entscheidung einfach nicht fällen. Und wir wollten außerdem sicherstellen, dass wir niemanden schädigen, aber wir wollten auch konkrete Beispiele zeigen. Wenn wir also wenn ihr das im Spiegel anschaut online, wir haben also die Leute entfernt, selbst die Opfer sind der Unterdrückungstaktiken der NSA. Das geht eigentlich weiter als nötig, aber ich denke, dass wir dadurch das richtige Gleichgewicht haben und außerdem sicherstellen, dass Leute keinen Schaden nehmen und
und dass Unschuldige, wo sie auch immer sind, dass sie nicht beschädigt werden. Wenn ihr also bewacht worden wäret und vielleicht enthüllt worden wäret, wenn wir die richtigen Entscheidungen getroffen hätten, es tut mir leid, aber ich denke, dies ist die sicherste Entscheidung für jeden. Also die NSA hat also ein riesiges Raster von Fahndungen, das sie Turmoil nennen, ein passives Mitschneidesystem, das also den ganzen Planeten umfasst. Das Merkel-Phone, habt ihr davon gehört? Wir haben dies im Spiegel enthüllt und was wir herausgefunden haben, ist, dass man sie sozusagen gecastet hat für Überwachung. Also wir haben diese Sensoren und die schauen alles an, was bei ihnen an Daten vorbeikommt, und es gab eine Zeit in der Vergangenheit, in der Überwachung bedeutete, dass man wirklich alles anschaute, und nun ist es so, dass die NSA versucht, die Worte von jeder Person, egal in welcher Sprache, herumzudrehen, und sie sagen, es ist nur Überwachung, nachdem sie es aufgezeichnet haben und in der Datenbank aufgezeichnet haben und verzeichnet haben. Also wenn jemand einen Mensch persönlich anschaut und sagt, ich habe das angeschaut, erst dann nennen sie es Überwachung. Aber grundsätzlich ist das etwas, dem ich wirklich widerspreche, denn wenn ich ein System wie Turmoil betreibe, das passiv die Daten der ganzen Planeten abgreift, wo immer auch es kann, und dann bin ich eigentlich für den Rest meines Gefängnisses im Gefängnis. Jefferson redet darüber, das ist das Gleichgewicht, das ist, was die Regierung tun darf und wir nicht, dies ist eine Tyrannei. Die CFAA in den USA, die sind so drakonisch, das ist das Gesetz gegen Computermissbrauch, aber die NSA sammeln Daten von Millionen von Menschen und wir anderen sind nicht einmal, dafür dürfen nicht einmal experimentieren, ohne unser Leben zu bedrohen und lebenslanger Inhaftierung auszusetzen. Es ist also ein Überwachungssystem und es ist ein Raster-Überwachungssystem und es ist ein generelles Überwachungssystem. Wir haben also die And Turmoil is the digital version of a general writ of assistance system. And the general writ of assistance Turmoil ist sozusagen eine ständige Erlaubnis zur Überwachung. Und mir ist nicht klar, ob ein Richter irgendwas verstehen wird von dem, was ich gerade sage. Also die richterliche Überwachung ist hier auch in Frage gestellt. Okay, es wird nun ein bisschen angsterregend. Dies ist nur der passive Teil. Es gibt ein weiteres System, das heißt Turbine, und wir haben das im Spiegel heute auch veröffentlicht. Wenn Turmoil also Deep Packet Inspection ist, dann ist Turbine Deep Packet Injizierung. Es ist ein System, das zusammen mit etwas, mit Turmoil und Turbine, man kann eine Plattform erstellen, die Q-Fire heißt, die das zusammenfasst. Ein Weg, um programmatisch sich Dinge anzuschauen, über das Internet fließen, was sie mit Turmoil sehen, und dann mit Turbine injizieren sie Pakete, um Angriffe durchzuführen, und einige davon werde ich später beschreiben. Aber im Wesentlichen ist es so, dass das interessante Ding über Q-Fire ist, es hat etwas, was eine Diode genannt wird. Also wenn zum Beispiel ihr eine große Anzahl Systeme habt, die ihr kontrolliert, ihr könntet sagen, hey, was macht ihr auf diesem Backbone hier, was ist mit diesem System los? Und die können sagen, ja, wir haben für den Zugriff bezahlt, es ist okay. Q-Fire hat dieses interessante, schöne Detail, sie können also Router anderer Leute übernehmen und können so mit Lichtgeschwindigkeit Dinge übernehmen und sie haben einen passiven Sensor, der in der Nähe ist, über den sie Dinge injizieren können, wenn sie einen Selektor sehen, eine Abfrage, die sie interessiert oder etwas, womit sie gerne manipulieren würden, dann nehmen sie ein Paket, sie packen es ein, senden es zu der Diode, der vielleicht euer Heimrouter ist, und dieser Router, diese Diode entpackt das Paket und sendet es, und weil das ja in deiner Nähe ist, und vielleicht seid ihr gerade bei Yahoo, das Yahoo-Paket wird euch wird nicht schneller sein als das von NSA oder GCHQ, ist eine Race Condition. Man kann also das ganze System kontrollieren und lokale Attacken fahren. Das ist also ziemlich beängstigendes Zeug, und es ist eine digitale Geschichte, aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies ist, was Jefferson sagt, als er über Tyrannei
Tyrannei sprach, diese Tyrannei, die tatsächlich gerade existiert. Es ist nicht nur eine Frage, ob sie es benutzen, in guten oder schlechten Wegen. Eine der beängstigenden Dinge ist, für dieses System oder diese Anzahl Systeme, damit diese existieren können, müssen wir schon verletzlich sein. Und wenn also die Chinesen oder die Russen oder jemand hier das bauen möchte, es gibt eigentlich nichts, was sie stoppen kann. Die NSA hat also buchstäblich den Prozess, über den wir das Internet sichern, behindert, weil sie eine Hegemonie der Macht etablieren. Und ich habe Beweise gesehen, dass so viele Kompromittierungen stattfinden über die verschiedenen Gruppen, dass sie tatsächlich Listen haben, die erklären, wenn du diese Backdoor siehst, dann bitte kontaktiere diese freundlich gesinnte Agentur, weil ihr gerade die freundlich gesinnte Maschine einer anderen Person übernommen habt. Also, wenn ihr also... das ist also wirklich für Ausnutzen auf großer Basis designt ist, also kein sehr gezieltes Ding, sondern im Grunde eine Phishing-Operation, ein Phishing-Kreuzzug sozusagen. Und in einigen Quellen, wenn man sich die Beweise anschaut, dies scheint tatsächlich das, was passiert. Es werden Muslime ins Visier genommen, weil sie das interessiert. Das ist das Internet, und wenn wir jetzt bis nach unten gehen, zu den Close Access Operations und Offnet gehen, dies sind ziemlich beängstigende Dinge, aber das ist etwas, das sind nun Blackhead-Jobs. Jemand bricht ins Haus ein, installiert dort Dinge und hier etwas, was ein Top-Secret-Dokument, das erste des Tages. Dies ist eine Close-Access-Operations-Box, die Rettungskasten mit der NSA-Technik drin, leider ein Laptop, der freie Software benutzt, der in Pakete injiziert, und Sie können sagen, dass Sie dies von bis zu 8 Meilen Entfernung, das sind also etwa 12, 13 Kilometer, Sie können also irgendwelche Kernel-Vulnerabilities ausnutzen. Ich habe gehört, dass Sie tatsächlich aus Quellen der NSA habe ich erfahren, dass diese Hardware tatsächlich auf Drohnen installiert wird und damit Gegenden überflogen werden, die es interessieren, und dann also massenhafter Ausnutzung. Wir haben kein Dokument, das dieses erhärtet, aber wir haben dieses Dokument, das tatsächlich behauptet, dass sie es bis zu 8 Meilen Entfernung getan haben. Das ist also etwas wirklich Interessantes, weil es uns sagt, dass sie verstehen, dass eine normale Wireless-Karte unter Windows, eine amerikanische Firma, dass sie also Lücken in diesen Geräten kennen und sie ausnutzen. Also wir haben hier Sabotage und Unterminieren von amerikanischen Firmen und amerikanischen intellektuellen Leistungen. Und ich als Amerikaner finde dies empörend, als jemand, der freie Software schreibt, und ich möchte, dass meine Steuerdollars eigentlich ausgegeben werden, um diese Dinge zu verbessern. Wenn also Lücken bekannt werden, dann sind wir alle verletzlich, und ich möchte, dass diese Lücken bekannt gemacht werden. Das ist wirklich beängstigend. And it just so happens that at my house, myself and many of my friends, zufälligerweise bei mir zu Hause und auch bei meiner Freundin, wenn wir Wireless-Geräte benutzen, und ihr werdet das wahrscheinlich genauso tun, haben wir ständig Fehler in manchen Maschinen, und manchmal scheint da so eine Art Honeypot zu existieren. Und wir sehen das dann zum Beispiel, dass eine Kernel-Panic nach der anderen stattfindet, weil irgendein Händler in dem Linux-Kernel diese Art von Angriffen antizipiert und mit einer Kernel-Panic reagiert. Und ich denke, wir werden, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, werden wir sehr schnell herausfinden, dass das nicht nur an Stellen genutzt wird, wo wirklich interessante Ziele sind, sondern eigentlich überall. Wir haben nur eine Stunde heute, also müssen wir uns ein kleines bisschen beeilen. Ich möchte ein paar Sachen klarstellen. Obwohl es in den New York Times stand, ist es nicht allen klar geworden. Dies war in der New York Times von Luisa Polschers. Du bist großartig, Luisa. So the NSA has, die NSA 15 years of data retention. Hat im Prinzip eine Vorratsdatenspeicherung über 15 Jahre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss.
Und in dem New York Times-Artikel wurde tatsächlich einige Berechnungen angestellt. Das kann jeder im Prinzip nachvollziehen. Ich glaube denen, wenn die das so ausgerechnet haben. 15 Jahre ist also die Zeitspanne. Und das ist schon beängstigend. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dem jemals zugestimmt habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine öffentliche Debatte stattgefunden hat. Und es werden auch die Inhalte und sowohl die Inhalte als auch die Metadaten natürlich gespeichert. Sie haben also diese Metadaten, sie können nachträglich durch diese Metadaten suchen, sie können gezielt nach einer Menge von eindeutigen Identifizierungsmerkmalen suchen, wie zum Beispiel Cookies oder E-Mail-Adressen oder vielleicht auch Fingerabdrücke von irgendwelchen Stimmen. Und damit können sie im Grunde die bestimmte Aktivitäten der Leute nachvollziehen. Und das sind diese Arten von Angriffen, von denen ich spreche, also ausgelöst wird das Ganze als Teil von den Turmoil- und Turbine-Systemen. Und wenn man das alles zusammennimmt, kann man die Angriffe auf die Leute wirklich automatisieren, basierend auf Plaintext-Verkehr und alles, was man so auf den Internet für die Leute erfährt, IP-Adressen und ähnliches. Und das ist ein zweites streng geheimes Dokument. Dies ist eine tatsächliche NSA-Lolcat für ihr Quantum Theory-Programm. You'll notice it's a black cat. Und wie ihr vielleicht merkt, es ist eine Schwarzkatze und sie versteckt sich auch noch. Es gibt natürlich wahrscheinlich ein paar Leute im Publikum, die vielleicht noch nicht genügend Angst haben und vielleicht auch ein paar Leute, die als Teil des Prozesses mit diesem Ganzen fertig zu werden, die werden sich vielleicht sagen, die finden mich sowieso nicht, ich bin nicht interessant genug. Und das will ich ein bisschen zerstreuen, diese Einstellung, und schauen wir uns das mal an. Also wir haben Turmoil erwähnt, das ist also diese Überwachungsgeschichte, wir haben Turbine erwähnt, um Pakete zu injizieren. Und wenn wir das beides verbinden, dann bekommen wir Q-Fire, und so könnte das zum Beispiel aussehen. Ich glaube, dass das, was wir jetzt hier sehen, im Prinzip ein Verbrechen ist, aber ich bin kein Anwalt, von daher kann ich es nicht genau beurteilen, aber das ist das sogenannte Marina System. Das ist eines von vielen Systemen, wo sie sowohl die Inhalte als auch die Metadaten haben, und sie können das alles verbinden und können sagen, okay, ihr Leute seid jetzt in genau dem gleichen Raum wie ich hier, die ich hier stehe. Ja, das erinnert mich dran, ich sollte vielleicht hier mal gerade mein Telefon ausschalten. Okay, schalten wir es wieder an. You're welcome. Dankeschön. You have no idea. Du hast keine Ahnung. Wir wissen nicht, worum es geht. Ich wollte nur sicherstellen, ob da eventuell noch einige Zweifel darüber bestehen, ob ihr da vielleicht ausgenommen wird, dass sich das zerstreuen kann. Okay, cell phones on. Great, so... Hey guys. So, Das Marina-System ist ein System, das eben auf Daten zugreifen kann. Was wir hier sehen, ist im Prinzip Reverse Contacts und Forward Contacts. Ist irgendwelche Anwälte hier im Publikum? Wenn ist dieses gezielte umgekehrte Targeting, ist das illegal? Wenn man es Reverse Contacts nennt und nicht Reverse Targeting, dann scheint es allein einen Unterschied aufgrund des Begriffs zu machen. Aber ihr seht hier auf der rechten Seite Webcam-Fotos. Also nur falls ihr euch hier fragt, diese Person, die sie hier ins Visier genommen wurde, ich vermute einfach mal, dass er oder sie keine Webcam hatte. Ich hoffe, ihr folgt alle den Ratschlägen des EFF und habt einen kleinen Aufkleber über eure Webcam. Aber sobald es ein kleines Stückchen Informationen gibt, das sie auf euch beziehen können, sie werden das nehmen und werden das in diese sogenannte Contact Chain übernehmen, und sie können dann im Prinzip sehen, wer ihr seid unter diesen ganzen verschiedenen potenziellen Zielen, und versuchen dann herauszufinden, wer eure Freunde sind. Man sieht vielleicht auch hier unten, sieht man so ein bisschen Login-Namen und Passwörter. Das heißt, da wird im Prinzip eine Art von Rasterfahndung durchgeführt, und es werden halt bestimmte Features gezielt abgefischt, Passwörter für verschiedene Protokolle beispielsweise. Hier hat dieser Kerl hat Glück gehabt, sie waren nicht in der Lage, das Passwort für die Webcam rauszufinden, aber sie haben im Prinzip eine Liste seiner Freunde rausgezogen und haben ungefähr 29, glaube ich, gesendet und empfangene Nachrichten rausgezogen. Und das sind E-Mails, das sind auch Instant-Messaging-Informationen. Und das ist nur ein Beispiel, wie
ihr euch nicht verstecken könnt dafür und ihr könnt, braucht nicht denken, dass sie euch nicht finden werden, das ist ein Trugschluss. Und das ist im Prinzip der Unterschied, sich an einen Kabel zu hängen und abzuhören in einem sehr verdächtigen, auf eine sehr verdächtige Art und Weise, wo sie ein gezieltes Ziel haben, sie glauben, er ist ein Krimineller, hat was auf dem Kerbholz und unternehmen wirklich illegale Schritte, um ihn auszuhorchen und eben alles abzuhorchen, was möglich ist und dann später irgendwie durchzusuchen. Im Falle von Kanzler Merkel, als wir das aufgedeckt haben, was wir im Prinzip gezeigt haben, war, dass sie Merkel ausspioniert haben und im Prinzip über 2 bis 3 Ecken auch alle anderen im deutschen Parlament. Und das ist eigentlich ziemlich ernste Geschichte. Und dasselbe passiert natürlich auch, falls ihr bestimmte Webseiten aufruft, insbesondere wenn ihr vielleicht Muslim seid. Man kann euch also wirklich, das System kann euch automatisch angreifen und das bedeutet, dass auf eurem System automatisch nach irgendwelchen Einbruchsmöglichkeiten gesucht wird. Und das ist ganz interessant, das nennen sie gezielte Überwachung. Es klingt nicht so übermäßig gezielt für mich. Es ist ungefähr so gezielt, wie einen Bombenteppich abzuwerfen. Es ist nicht wirklich gezielt. Es ist nicht meine Definition des Wortes gezielt. Es wurde auch von keinem Richter angeordnet, dass diese oder jene Person überwacht werden sollte oder ähnliches. Es ist einfach nur, dass irgendjemand, der an dem längeren Hebel sitzt, hat gesagt, dieses System setzen wir jetzt in Kraft und wir fahren jetzt diesen Angriff. Und das Interessante ist, dass die Details dieser Programme, die tauchen eigentlich nie auf, die Öffentlichkeit erfährt nie davon. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn Mitglieder des US-Kongresses haben eigentlich wirklich keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Allein schon von der technologischen Seite, fragt irgendeinen Kongressabgeordneten über TCP/IP. Ihr könnt ihr vergessen, ihr bekommt nicht mal einen Gesprächstermin mit ihm. Ich habe es versucht, glaubt's mir. Sogar wenn ihr den Patriot Act zitiert, werden die trotzdem nicht mit euch reden. Und Teilgrund ist natürlich, weil sie einfach keine Ahnung haben, aber ein anderer Teil ist vielleicht auch, weil sie darüber nicht reden dürfen. Und in diesem Fall ist es natürlich sehr, sehr schwer, jemanden dazu zu bringen, zuzugeben, dass hier wirklich ein Problem existiert. Und wir werden jetzt einfach über ein paar von diesen Problemen und auch mögliche Lösungen darüber diskutieren. Denn im Prinzip könnte man, indem man solche Diskussionen auslöst, diese Rasterfahndung im Prinzip beenden. Wir brauchen im Prinzip sowohl eine technische Lösung als auch eine politische Lösung. Das muss zusammenpassen. Und wenn wir diese beiden Komponenten nicht haben, dann werden wir leider hier an dieser Stelle stecken bleiben und kommen nicht weiter. Die NSA, das ist mein Eindruck, hat mehr Macht als irgendjemand anderes in der ganzen Welt. Und Mr. Alexander, der Chef der NSA, hat eine unglaubliche Menge an Macht. Sie wissen im Prinzip jetzt, dass die E-Mail-Nummer dieses Telefons interessant ist. Sie ist warm, wie sie das nennen. Und sie hätten jetzt gar kein Problem damit, bin ich mir ziemlich sicher, in dieses Telefon einzudringen und das Telefon zu aktivieren und alles aufzunehmen, was hier in diesem Raum passiert. Und das macht mir wirklich Angst. Wenn zum Beispiel jemand jetzt Programme schreibt, Sicherheitssoftware dagegen, dann behandeln sie dich wirklich wie einen Feind, nur weil du alles versuchst, um deine eigenen Kunden vor sowas zu schützen. Okay, hier sind ein paar der verschiedenen Programme. Quantum Theory, Quantum Nation, Quantum Bot, Quantum Copper und Quantum Insert. Ich habe vielleicht von ein paar schon von diesen gehört, lass uns ganz schnell mal drüber gehen. Quantum Theory ist im Prinzip ein ganzes Arsenal von Exploits. Das System setzt also einen sogenannten Smoth ein, ein Season Smoth, das ist im Prinzip ein Implantat, das nach 30 Tagen sich selbst vernichtet. Und entweder haben diese Leute also sehr viele Science-Fiction-Filme gelesen, oder sie haben einfach viel zu viel Zeit und sie haben sich vielleicht gesagt, Philip K. Dick, das war alles nicht Banksy genug, also wir können das besser. Und sie haben dann das ein bisschen weitergeführt und haben dann als Teil von diesem Quantumination haben die den sogenannten Validator und den Commandeer. Das sind zwei sogenannte Payloads, die im Speicher dann aktiv werden. Diese Programme schauen sich im Prinzip um und schauen nach sogenannten PSPs, wie zum Beispiel Tripwire oder ähnliche Systeme oder Werkzeuge, die Angriffe gezielt bemerken sollen und abwehren sollen. Und danach hat er das Ausschau gehalten. Und ich meine, das Grundprinzip, warum dieses Programm existiert, der Name Commandeer ist ein kleines Wortspiel, aber wenn ich an die US-Verfassung denke und
Zum Beispiel, dass keine Soldaten stationiert werden dürfen. Im Prinzip klingt das für mich wie die digitale Version davon, dass hier wirklich digitale Soldaten in meinem Haus stationiert werden. Die US-Verfassung verbietet das eigentlich. Und wir wissen davon nichts. Die Öffentlichkeit weiß davon nichts. Und deshalb gehen wir damit an die Öffentlichkeit, damit wir eine bessere Diskussion haben können. Und einfach eine Diskussion über diese, ja, wie ich es finde, Tyrannei. Ihr möchtet vielleicht einen anderen Ausdruck benutzen, aber ich nenne das Tyrannei. QuantumBot, damit übernehmen sie im Prinzip IRC-Bots, warum nicht, wenn sie Spaß daran haben. Was ganz interessant daran ist, ist, dass theoretisch könnten sie damit eine ganze Reihe von diesen Botnet-Angriffen stoppen. Sie tun das noch nicht, außer vielleicht mal als Teil eines Experiments. Dann machen sie das vielleicht. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass sie in der Lage sind, diese Arten von Angriffen zu fahren. Und auch haben wir heute ein kleines paar Details darüber gesehen. Und sie können natürlich auch zum Beispiel Uploads und Downloads beeinflussen, sie können sich in den TCP-IP-Strom einklinken. Wenn ihr euch an die große Firewall von China da mal ein bisschen erinnert, das ist im Grunde dasselbe. Wenn sie wollten, können sie im Prinzip morgen auf Knopfdruck im Prinzip jedes Anonymisierungssystem der Welt unschädlich machen. Und im Prinzip ist das genau das Gleiche, was die Chinesen momentan machen mit der großen Firewall von China. Und das ist das NSA-Äquivalent dazu. Und das ist schon ein ziemlich starkes Stück, denn natürlich nutzen sie das nur für gute Zwecke, das ist ja klar, aber hier, wenn wir hier mal zurück in die echte Welt denken, das ist ein besonders angsteinflößendes Ding, denn die NSA hat nun mal diese vielen Möglichkeiten und das sagt einem doch irgendwo schon, dass sie im Prinzip die Maschinen von anderen Leuten ausnutzen für ihre Zwecke und dafür haben sie eigentlich keine Legitimität. Sie haben dazu das Recht nicht. So, also für mich klingt das so, als ob das nicht nur ein ziemlich starkes Stück ist, sondern sie haben die Werkzeuge dafür, sie tun das. Ihr seht schon ungefähr, wo ich damit hin will. Quantum Insertion ist auch eine sehr wichtige Geschichte. Das wird von einer ganzen Reihe von Mitspielern, kann man fast sagen, genutzt. Was sie damit tun, ist, sie injizieren da Pakete. Alice will mit Bob reden über eine TCP-IP-Verbindung und aus irgendeinem Grund tun sie das unverschlüsselt. Alice schickt eine HTTP-Anfrage an Bob und sagt, lass uns über Yahoo chatten. Und was sie machen, ist, sie injizieren da ein TCP-IP-Paket, was Alice erreicht, bevor Yahoo antworten kann. Und wenn das eine verschlüsselte Verbindung wäre, dann würde eine solche Art von Angriff nicht richtig funktionieren. Soweit wie wir das momentan kennen, könnte man vielleicht damit die Verbindung irgendwie in die Knie zwingen, aber sie könnten sie nicht verändern. Aber im Prinzip könnten wir also mit leichter, einfacher Verschlüsselung schon diese Art von Angriffen verhindern. Es gibt einen Witz, wenn man MP3s runterlädt, dann ist man auf der Seite der Kommunisten aus den 90ern. Aber im Grunde ist es so, wenn man das Internet überhaupt benutzt, dann sitzt die NSA im Prinzip immer neben einem und schaut einem auf die Finger. Ohne Kondom benutzt. Die TAO-Infrastruktur, Tailored Access and Operations, einiges davon ist öffentlich von Fox Asset. Im Prinzip ist es eine Art von Angriffsszenario, wo man injiziert einige iFrames zum Beispiel in den Browser und diese laden dann Ressourcen nach und etwas davon, was geladen wird, man lädt zum Beispiel cnn.com, nur als Beispiel. Mögt ihr cnn.com? Das ist eine Seite von Extremisten. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Jede Menge Republikaner in den USA lesen cnn, bevor sie irgendwelche illegalen imperialistischen Kriege anfangen. Der Punkt ist, was sie im Prinzip machen, ist, sie inspizieren damit euren Rechner und entscheiden damit, ob sie darin eindringen können oder nicht, oder ob es sich lohnt. Und einiges davon ist öffentlich, einige Details sind veröffentlicht worden, wie die URLs zum Beispiel strukturiert sind, woran man das erkennen kann. Ein wichtiges Detail ist, dass sie den Apache-Webserver gehackt haben, aber sie haben dabei einen ziemlich lausigen Job abgeliefert. Im Grunde
kann man sie finden, man kann es merken, denn es sind keine richtigen Apache-Server, sie tun so, als ob sie Apache-Server wären, aber man kann da Unterschiede erkennen. Okay, kleine Frage zum Thema Anonymität. Ihr wisst, dass ein bestimmter Angreifer nie von einem bestimmten Ort aus angreift. Vielleicht von überall sonst, aber nicht von diesem einen bestimmten Ort. Was wisst ihr dann, jetzt wenn wir mal über Anonymität nachdenken? Im Prinzip sagt uns das, dass sie irgendwas über diesen Ort verstecken wollen und nicht wollen, dass es bekannt wird. Vielleicht haben sie dafür irgendwelche rechtlichen Gründe, aber was mir dann sofort klar ist, wenn man diese Art von Infrastruktur sieht und es ist nicht in den USA, dann ist da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, insbesondere heute, dass da eine NSA-TAO stattfindet. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die NSA irgendwas nicht tun kann, dann holen sie sich Hilfe beim GCHQ. Zum Beispiel, um irgendwelche bestimmten E-Mail-Provider gezielt anzugreifen und sie können das vielleicht aus irgendeinem Grund nicht machen. Dann, aber vielleicht haben wir ein Agreement mit einem anderen Geheimdienst und die können dann dieses Ziel angreifen, wenn wir es nicht können oder wir es vielleicht nicht dürfen. Wenn sie also einen Geheimdienst ein Ziel im Prinzip haben, in England, in Deutschland beispielsweise, dann beauftragen sie den GCHQ und die teilen sich dann im Prinzip die Informationen, die sie gewonnen haben, und die lieben Yahoo, das nur mal so ganz nebenbei. Ja, immer gut, sich ein bisschen mit Austin Powers über GCHQ lustig zu machen. Okay, noch ein geheimes Dokument hier, ein tatsächliches NSA Open Office Clip Art hier. Man sieht hier das Hauptquartier und ich warte eigentlich darauf, mal ein anderes Foto zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Und hier erklären sie, wie Quantum funktioniert. Special Source Operation Site, also SSO, sind zum Beispiel US-Botschaften, die haben also Aufbauten auf den Dächern, wie wir es gezeigt haben für Berlin. Das Nest heißt das. Dies ist also ein SSO-Site. Und sie sehen also Traffic, sie injizieren Dinge und holen ihre eigenen Pakete dort hinein. Und bevor das Yahoo-Paket überholt werden kann, muss die NSA erstmal Yahoos Identität annehmen. Was das uns sagt, ist, dass sie im Wesentlichen Yahoo sozusagen mit hineinziehen und sie geben sich vor, Yahoo zu sein für US-Benutzer. Und if you're using Yahoo, you're definitely going to get owned. So, and I don't just mean that in that Yahoo is vulnerable. Ich meine nicht nur, dass Yahoo verlässlich ist. Sie sind es. Menschen, die Yahoo benutzen, sind tendenziell vielleicht eine starke Verallgemeinerung, aber sie sind nicht die meist sicherheitsbewussten Menschen. Sie halten ihre Computer nicht aktuell, denke ich, und das ist wahrscheinlich, warum sie Yahoo so leben. Sie mögen auch CNN.com sehr. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber es ist ein wichtiges Detail. SSO-Orte schnüffeln und leiten sich um nach Fox Acid im Wesentlichen, durch Paketinjizierung. Wir haben auch andere Exploit-Techniken. Wir allen wissen, dass Mobiltelefone verletzlich sind. Ein Beispiel, dies ist eine Basisstation, die NSA hat. Ich denke, das ist das erste Mal jederzeit, dass ein NSA-Catcher enthüllt worden ist. Hier ist er. Der Spiegel hat das heute Morgen schon getan. Also sie nennen dies Find, Fix and Finish. Targeted Handset Users, es ist wirklich zu verstehen, was sie, wenn sie sagen gezielt, dann müsst ihr denken, massive Sammlung, ja? Denn was tun sie? Sie behaupten, eine Basisstation zu sein, sie möchten nun überwinden, sie möchten im Grunde das Telefon sein, mit dem du dich verbinden möchtest. Und das heißt, viele Menschen werden sich hier verbinden, potenziell ist. Also nicht ein gezielter Nutzer, der hier ausgesperrt wird, sondern, also wenn ihr zum Beispiel eine Notfallnummer anrufen müsst, 911, 112, interessant eigentlich, ruft man verschiedene Nummern an und kriegt raus, wo sie sind. Manchmal kommt man zu ecuadorianischen Botschaften, man bekommt eine Willkommensbotschaft. Die Briten haben den Fehler gemacht, weil sie die ecuadorianische Botschaft ausgesperrt haben, haben sie vergessen umzukonfigurieren, man bekam eine Botschaft von Uganda Telekom.
weil sie die Konfiguration nicht umgestellt hatten. Und dies kann dein Eigentum werden für nur 175.000 US-Dollar. Und wenn man also ein Mobiltelefon benutzt, vergesst es, es macht nichts, was ihr macht. Vielleicht mit Ausnahme eines Cryptophone und Redphone. Ich möchte eigentlich gerade mal meinen Respekt nennen hier für Leute, die freie Software entwickeln, die wirklich sicher ist. Zum Beispiel, ich habe den Namen leider nicht verstanden. Maxi ist einer der wenigen Leute in der Leute, die Technik bauen, die sowohl frei und open source und soweit ich weiß, sind und er weigert sich von irgendwas Schlimmes zu tun, keine Hintertüren und soweit ich weiß. Und das zeigt, dass wir solche Dinge brauchen. Das ist absolut nötig, weil sie die Infrastruktur ersetzt, mit der wir uns verbinden. Es ist sozusagen, als ob die Straße ersetzt wird. Und ja, wir kommen noch dazu. Okay. Also, ich werde jetzt sehr schnell hier durchgehen, weil ich denke, dass es besser ist, dass ihr online geht und wir haben nur ein bisschen Zeit, wir möchten noch Fragen haben. Hier ist also ein Beispiel, wie selbst wenn man etwas deaktiviert, das Ding ist nicht wirklich deaktiviert. Wenn ihr also eine Wi-Fi-Karte in eurem Computer habt und ein Programm namens Nave, das einfach eure Wi-Fi-Ausrüstung neu benutzt. Wir werden euer Wi-Fi scannen, wir werden ein offenes Netz finden, wir springen dort hinein und sie nutzen also fremde Leute WLAN zusätzlich dazu, dass sie im Computer Dinge haben. Und was sie also versuchen hier sind Air-Gapped Target Computer, ist der Begriff dafür. Also wir haben hier einige der Software, die eingepflanzt wird, einige Firmennamen, weil fickt diese Leute, weil sie hier mitmachen und weil sie uns verletzlich hier. Also ich meine das in der liebevollsten Art, denn einige sind wirklich Opfer. Es ist wichtig zu verstehen, was hier was ist. Es ist wichtig, sie zu benennen, sodass sie also sich äußern müssen und sie können sagen, wo sie sind, wo sie stehen und sie können uns genug Seil geben, um sie selbst aufzuhängen. Ich möchte wirklich, dass das passiert, denn es ist wirklich wichtig herauszufinden, wer hier kollaboriert und wer nicht. Wir müssen also sowas wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission haben, da brauchen wir erstmal die Fakten. If you guys have heard about that, I feel very bad for Dragos. He doesn't really talk to me right now. Dragos, im Wesentlichen, ich habe mit dem Entwickler geredet und der ist wahrscheinlich wütend, aber they took a phone from me. Now, als ich auf US-Boden zuletzt war, hat man mir ein Telefon hinweggenommen. Und sie haben auch meine Telefon-Records abgezogen, wahrscheinlich um mich einzuschüchtern, was genau das Falsche ist, was man mit mir tun sollte. Und die Geschichte, die er erzählt, dass all die Computer, die seine Xbox verschlüsseln, kompromittiert wurden. Und hier ist ein Dokument, das klar zeigt, dass sie tatsächlich das BIOS reflashed haben und sie haben andere Techniken, System Management Modus, Rootkits. Sie haben also jetzt eine ständige Existenz im BIOS. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Beweis, dass das, worüber Dragos redet, vielleicht hat er das nicht, aber es existiert tatsächlich. Die Frage ist, wie findet er das heraus? Wir haben nicht die forensischen Werkzeuge. Wir haben nicht wirklich die Fähigkeiten, nicht weit ausgerollt in der Community, um sowas herauszufinden. Hier ist etwas anderes, Swap genannt. In diesem Fall ersetzt es die Host-Protected Area in der Festplatte und hier könnt ihr diesen Graph sehen, wo diese Systeme sind, das Internet, die attackierten Systeme. Das ist ein Realtime-Angriff. Die Volksbefreiungsarmee, nein, NSA, und ihr könnt also sehen, die verschiedenen Dinge hier, all diese Dinge, zum Beispiel SneakerNet, verschiedene Programme, die meisten haben wir heute in der Spiegel veröffentlicht. Ihr bemerkt hier, dass es Windows, Linux, FreeBSD und Solaris sind. Wie viele Al-Qaida-Leute benutzen als Solaris, das meint ihr? Das sagt euch einen wirklich wichtigen Punkt. Sie interessieren sich dafür, die Infrastruktur zu kompromittieren von Systemen. Nicht nur einzelne Individuen, sie möchten die Kontrolle übernehmen und wirklich kolonisieren alle Systeme dieses Planeten. Und das ist nicht Teil der Unterhaltung. Die Leute reden noch nicht darüber, weil sie es bisher nicht wissen. Aber sie sollten das wissen, denn zusätzlich zu der Tatsache, dass Sun eine US-Firma ist, gegen die sie etwas bauen, das macht mir wirklich Sorgen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das ärgert. Ich kann sie attackieren. Microsoft, weitere US-Firma und FreeBSD, viele Menschen in der ganzen Welt bauen daran. Sie greifen das nicht nur Gemeinschaftsprojekte an oder Unternehmensprojekte, aber im Grunde alles. Und weiteres DD-Bounce,
das ist für Dell. Dell PowerEdge 1850, 2950, RAID Server, die irgendwelche dieser Versionen benutzen. Ja, nur falls ihr euch fragt, hey Dell, was ist da los? Warum? Ich würde unheimlich gerne eure Antwort dazu hören. Interessiert euch dafür, NSA-Malware zu suchen? Sucht Dinge, die RC6 benutzen, die Konstanten, die ihr in RC6 wohl findet, und wenn die dann laufen und UDP-Traffic erzeugen, wir haben tatsächlich ein Beispiel davon gesehen, aber wir konnten leider das nicht speichern. Also UDP-Traffic, der ausgesendet, Traffic wird ausgesendet, der verschlüsselt ist, und wenn ihr an verbundenen Dingen arbeitet und in euer Haus eingebrochen, vielleicht wollen sie, das ist eure Geschichte dann, die ihr erzählen solltet, aber nachdem diese Ereignisse passierten, wurden Ereignisse wie dieses gesehen. Und ich muss sagen, das ist eine sehr schlechte Idee für euch, für diese Leute, denn sonst hätte ich diese Folie nicht eingetragen. Es gibt Dinge, die gefunden worden sind und verbundene Dinge, und ich denke, dass viele Malware-Forscher über dieses bestimmte Folie vieles zu sagen haben werden. Es ist wirklich wichtig, diese Dinge zu suchen und herauszufinden, wer hier das Opfer wird. Hier ist eine iPhone-Hintertür. Dropout Jeep. Dropout Jeep. Ihr könnt das dort sehen. So, SMS, Contact, SMS, List Retrieval, Voicemail, Adressbuch, Hot Microphone, Camera Capture, Mailbox, Cell Tower Location. Mikrofon, Kamera, Ortsdaten. Meint ihr, dass Apple hier geholfen hat? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass Apple das klarstellen wird. Es ist wirklich sehr wichtig, dass Apple das tut. Hier ist ein Problem. Ich glaube nicht wirklich, dass Apple nicht geholfen hat. Ich kann nichts beweisen bisher, aber sie haben tatsächlich behauptet, dass jederzeit, wenn sie ein iOS-Device ins Visier nehmen, dann, dass sie dann tatsächlich immer Erfolg haben werden. Also entweder haben sie eine riesige Sammlung von Exploits gegen Apple-Produkte, das heißt, sie sammeln Informationen und sitzen da drauf und sabotieren damit, es handelt sich um US-Produkte, oder Apple hat dieses selbst durchgeführt, selbst sabotiert. Ich weiß nicht, was das ist, ich würde gerne glauben, weil Apple im Prism-Programm nicht dabei ist, nachdem Steve Jobs starb, vielleicht haben sie einfach Scheiß-Software geschrieben. Wir wissen, dass das stimmt. Hier ist ein High-Value-Target, HVT, ein High-Value-Target, das mit einer Hintertür für Windows CE für Telefone ins Visier genommen wird. Wenn ihr also ein solches Telefon habt und euch fragt, ob ihr sicher seid, ja, vielleicht, viel Glück. Hier ist eins, wo sie die Festplatte ausgetauscht haben. A guy talked about replacing Jemand redete über Hard-Drive-Firmware gesprochen, hat über die Firmware ausgetauscht. Really jemand sprach darüber, du bist auf einer guten Spur. Wer immer du bist, die NSA hat ein Programm. Das ist genau das, was sie tun. Sie tauschen die Firmware in der Festplatte aus. Also egal, was mit der Festplatte passiert, ihr seid bereits erledigt. Die Firmware kann eine Menge Dinge tun. Hier sind also die Namen der Hard-Drive-Firmen, mit denen es arbeitet, Western Digital, Seagate, Maxter und Samsung. And of course und natürlich unterstützen sie FAT, NTFS, XT3 und UFS, wahrscheinlich inzwischen auch für weitere Dateisysteme. Das ist aber das, was wir beweisen können. Bitte bemerkt hier am unteren Rand Status, veröffentlicht, deployed, kann sofort genutzt werden. Kann sofort genutzt werden und Kosten pro Einheit 0 Dollar. Ihr könnt dies nicht bekommen, nicht frei wie in freie Software, frei in du bist übernommen worden. Ich möchte hier nochmal nennen Carsten Noll und Luca für ihren unglaublichen Talk, in dem sie genau diesen Angriff zeigten, ohne zu wissen, dass sie ihn gefunden haben. Ja, ganz genau. Wichtiger Punkt. Die NSA sagt, dass wenn ihr diese Dinge kennt, dann wird niemand zu Schaden kommen, niemand wird das finden, niemand wird hier ausgenutzt durch eine dritte Partei. Carsten hat genau diese Verletzlichkeit gefunden. Ein Java-Applet auf der SIM-Card ohne User-Interaktion und basiert auf einer Sicherheitskonfiguration eines Providers. Das ist genau das, was die NSA sagt. Sie reden über dieses Toolkit, das SIM-Toolkit. Und Carsten hat genau die gleiche Hintertür gefunden und hat es in der Wildbahn angegriffen. Nicht nur, wie gut Carsten und Luca sind, sie sind es aber auch, wie falsch die NSA das Gleichgewicht hier getroffen hat. Für jeden Carsten und Luca gibt es hunderte von Menschen, die bezahlt werden, dies zur Vollzeit zu tun und die uns niemals darüber erzählen.
Important detail. Wichtiges Detail. See that interdiction phrase right there? Interdiction hier, diese Phrase, also Zugriff aus der Ferne, also wir haben deinen Computer eingebrochen oder Interdiction, wir haben deine E-Mail gestohlen. Ihr habt also über diese komischen Leute gehört, die in eure Hause einbrechen, zum Beispiel in meinem Fall, Motherfucker. Dieser Prozess ist etwas, was uns alle bedroht. Die Heiligkeit des Postsystems wurde verletzt. Das macht mich so ärgerlich. Kann nicht mal einen Brief senden, ohne ausspioniert zu werden, aber noch schlimmer, dass sie das manipulieren. Nicht nur, dass der Postservice alles aufzeichnet und sie verfälschen die Pakete auch. Also wenn man etwas von Amazon kauft, wenn man irgendwas kauft über das Internet, es kann sein, dass sie tatsächlich das Paket in die Hand nehmen und verändern. Eines, was ich gehört habe, die Veränderung ist, dass sie also die Verpackung des Computers nehmen, die Hülle des Computers und etwas in die Hülle einbauen. Also selbst wenn man das Motherboard anschaut, wird man das nicht sehen. Es muss nur in der Nähe des Motherboards sein. So, let's talk about hardware implants that they will put into your devices. Die eingepflanzt wird in eure Geräte. Hier ist ein Beispiel. Bulldozer heißt es, ein PCI-Bus Hardware Einpflanzung. Sieht nicht sehr gut aus. Schauen wir mal an. Hier ist etwas, wo das BIOS im System Management Mode ausgenutzt wird. Ein Graph hier, wo verschiedene Verbindungen gezeigt werden, die wichtig sind. Und dann reden sie über die VSAT, NSA means and future capabilities. I think NSA means exists, future capabilities seem self. Und sie reden natürlich auch von zukünftigen Möglichkeiten. Damit meinen sie wahrscheinlich, dass da noch mehr drin ist. Diese Hardware-Implantate können zwei Wege drahtlose Kommunikation betreiben, Wireless-Cards und anderen Dingen. Und das System weiß nichts davon, das System weiß gar nicht, dass da irgendwas verändert wurde. Und hier ist eine Hintertür, die ein I2C-Interface benutzt. Das hat wahrscheinlich noch nie jemand anderes benutzt. Also gut, dass es endlich mal jemand benutzt. Das ist also die Steuerung für die Lüfter. Schaut euch das an. Das ist wieder mal eine amerikanische Firma, die hier sabotiert wird. HP-Server sind zum Beispiel anfällig dafür. Und anstatt zu erklären, dass das ein Problem eventuell darstellen könnte, haben sie es einfach ausgenutzt. Okay, ich will es nochmal betonen. Ich glaube nicht, dass europäische Firmen in irgendeiner Form weniger wert sein sollten. Nicht nur im Sinne von Börsennotierungen oder ähnliches. Aber sie sabotieren amerikanische Firmen, weil sie im Prinzip, was für sie ein Heimspiel ist. Das Problem ist jetzt, dass ich da wirklich ein Problem damit habe. Leute werden diese Software und Hardware nicht mehr benutzen, nicht mehr nehmen wollen, weil sie sagen, die NSA steckt dahinter und damit habe ich wirklich ein Problem. Und die Berater von Präsident Obama stimmen mir im Prinzip zu in diesem Punkt. Die sagten, dass das nicht passieren sollte. Dass man solche Exploits nicht einfach ohne einen Denkprozess vorher einfach anwenden sollte und abwägen sollte und nachdenken sollte, welchen Einfluss das eigentlich hat auf einem großen Level. Wir haben mehr. Hier ist zum Beispiel ein Angriff gegen SIM-Karten. Das hier ist ein Flowchart, wie das funktioniert. Im Prinzip sagen sie uns damit sämtliche Wege oder sämtliche Sachen, nach denen man Ausschau halten sollte. Wenn also zum Beispiel euer Telefon irgendwelche verschlüsselten SMS verschickt, dann könnt ihr damit ziemlich sicher sein, dass ihr hier gerade Opfer geworden seid. Hier ist ein weiteres Beispiel, wenn ihr einen Computer vor euch habt mit einem Samsung-Telefon mit einer bestimmten Seriennummer oder Modellnummer. Das ist die bevorzugtes Modell der NSA. Ich weiß nicht genau warum, aber der Punkt ist, sie haben da eine Hintertür eingebaut. Sie schicken von einem normalen Telefon aus eine SMS dahin. Und was sagt euch das? Was sagt euch das über den ganzen Prozess? Es sagt euch, dass es eigentlich etwas ziemlich Einfaches ist, es ist sehr leicht zu machen, es braucht keine spezialisierten Systeme dafür. Und mir sagt das im Prinzip, andere Leute könnten das genauso finden und könnten diese Techniken auch ausnutzen. Hier ist ein Implantat für einen USB-Hardware.
Seht ihr diese roten Teile hier? Das ist eine drahtlose Bridge, über die Exploits dann später reingeladen werden. Hier ist ein paar kleine Details über das. Ihr habt einen kleinen Graph da unten an der unteren Seite der Seite, wie man damit im Prinzip die Luftbrücke schließt. Und sie reden darüber, dass sie sogar Genie-compliant sind. Diese Programme hängen also alle irgendwo zusammen. Cottonmouth ist also ein Teil von diesem Programm hier drüben. Und diese riesigen Programme, wo sie gleichzeitig eine riesige Angriff in die Breite fahren. Das ist die nächste Revision davon, das ist nicht das Kabel, sondern der USB-Stecker. Und ihr könnt dafür 50 von diesen Dingern für 200.000 US-Dollar bekommen. Und das ist das, wonach ihr Ausschau halten müsst. Wenn ihr also ein Röntgengerät habt, dann sucht nach diesem Chip. Das ist ein sogenannter Haller-Monkey-Sender. Und dieses Ding kann in der Tat direkt auf der Netzwerkkarte diese Injections durchführen. Das heißt, sie können das nicht nur machen mit Software, die vom Computer läuft, sondern sie können im Prinzip an der Netzwerkkarte, am Ausgang der Netzwerkkarte direkt eingreifen und können Pakete in den Datenstrom einfügen. Hier ist auch noch was von Dell, ein Hardware-Implant für die PowerEdge 2950. Das benutzt das Debugging-Interface JTAG, was normalerweise bei Servern vorhanden ist, bei Dell. Die Frage ist, warum hat Dell ein JTAG-Interface an diese Server eingebaut? Das schreit gerade danach, ausgenutzt zu werden. Ist es wirklich ein Backdoor oder ist es einfach nur ein Fehler von Dell gewesen? Ich hoffe, dass Dell das ändern wird oder zumindest irgendwie damit an die Öffentlichkeit gehen, sodass man, wenn man das sieht, sofort weiß, dass man ein Problem hat und damit ein bisschen diese Bedrohung ein bisschen relativieren kann. Und wir erfahren hier also gerade, was dass die US-Regierung den amerikanischen Firmen angetan hat. Und ich habe da wirklich ein Problem damit. Wir hatten keinerlei öffentliche Diskussion darüber. Und in vielen Fällen, die ganzen technischen Details waren sowieso verschleiert. Und eine richtige Diskussion war eigentlich nicht möglich. Und hier haben wir noch ein paar Sachen über Dell, welche Modelle genau. Und hier ist der Howler Monkey. Das sind tatsächlich NSA-Fotos der Chip-Implantate, die sie haben, wenn sie an eure Mails ran wollen. Wenn sie also diesen Chip in euren Computer einbauen, habt ihr hier diesen, der fürs Ethernet Firewalk genannt ist, der wichtige eigentlich. Und ihr seht vielleicht, dass die ziemlich einfach aussehen, im Prinzip von der Stange. Okay. Wer von euch ist jetzt überrascht von irgendetwas, das ihr gehört habt? Ich bin wirklich, wirklich wirklich glücklich, dass ihr nicht alle nur zynische Arschlöcher seid und dass ihr wirklich zugebt, dass ihr hier überrascht wart. Wer von euch ist nicht überrascht gewesen? Ich werde gleich euren Verstand wegblasen. Wir kennen alle Tempest, ja? Wo die NSA Daten aus eurem Computer rauszieht, weil da irgendwelche Strahlen abgefangen werden, analysiert werden. Wer kennt das noch nicht? Wer kennt nicht Tempest? Naja, was wäre, wenn ich euch sage, dass die NSA eine spezialisierte Technologie hat, um Energie in euch rein zu beamen und in die Computersysteme, die um euch herum sich befinden? Würdet ihr mir glauben oder würdet ihr sagen, ich bin ein Verrückter? Irgendjemand? Wo sind denn die Zyniker von vorhin, die gesagt haben, sie sind überhaupt nicht überrascht von irgendetwas hier? Hände hoch. Wenn ihr auch. Okay, es sind weniger. Es war wesentlich weniger. Es waren ein oder zwei Leute. Das ist schon mal gut. Okay, also die machen Folgendes. Und das existiert wirklich. Als ich Julian Assange darüber erzählt habe, sagte er, ich glaube, die Leute, mit denen sich Hugo Chavez so abgibt, fragen sich vielleicht, wodurch sein Krebsgeschwür ausgelöst würde. Denn ich habe überhaupt keine Daten gefunden, wie das irgendwelche Menschen beeinflussen kann, ob das gesundheitlich bedenklich ist. Haben die irgendwelche Tests gemacht, in denen bewiesen wurde, dass zum Beispiel Leute bestrahlen mit einem Kilowatt
auf kurze Distanz sicher ist. Das ist nicht gesundheitlich gefährlich. Okay, ihr meint vielleicht, ich mache hier Witze, aber hier ist das Ding. Das ist ein Generator, der im Prinzip dauerhaft Radiowellen abstrahlt. Man kann das im Prinzip auch erkennen, denn er strahlt zwischen 1 und 2 GHz ab. Die Bandbreite ist ungefähr 45 MHz. Wir nutzen einen internen Verstärker. Mit einem externen Verstärker können Sie bis zu 1 Kilowatt senden, ohne den nur 2 Watt. Ich lasse das mal einen Augenblick auf sich wirken hier. Who's crazy now? Now, I'm being told I only have 1 minute. Okay, also man hat mir gesagt, ich habe nur noch 1 Minute, also muss ich hier ein bisschen mich ranhalten. Tut mir leid. Und hier ist, warum sie das tun. Das ist ein weiteres Implantat, ein Teil der Angry Neighbor-Familie von Werkzeugen. Was sie hier im Prinzip haben, ist ein kleines Gerät, was sie im Prinzip serien in das Kabel reinschalten. Und sie benutzen dieses System, um ein Signal zurückzuwerfen. Es ist also interessant zu sehen, dass wir endlich mit dem KGB hier gleichgezogen sind, aber diesmal nutzen sie es hier in unseren Computern. Sie schicken also eine Mikrowelle, eine stehende Welle hin, die wird von diesem Chip reflektiert und wird wiederum aufgefangen von diesem Gerät hier, und damit können sie das also dann überwachen. So, das ist also der komplette Vorgang, wie das also funktioniert. Ja, erst bestrahlen sie euch, dann sterbt ihr an Krebs und dann habt ihr gewonnen. Hier nochmal das Gleiche, nur diesmal für eine Tastatur, für USB und auch für PS2-Tastaturen. Die Grundidee ist also, dass das hier im Prinzip ein Reflektor nur ist. Hier noch was, das... Dies ist ein Signalgeber. Ein Signalgeber, und wenn der bei euch im System ist, dann kommen sie wahrscheinlich mit einer Drohne zu euch. Ziemlich beängstigendes Zeug. Sie haben das auch für Mikrofone. Und schaut euch das hier in der unteren Hälfte der Seite an. Die sagen im Prinzip, dass alle Komponenten kann man wirklich von der Stange kaufen. Das ist nichts Besonderes. Das ist, wenn ihr da also mal nachsuchen wollt, dann begebt euch auf die Jagd. Viel Spaß dabei. Und hier nochmal, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, das hier ist ein kleines Gerät. Damit können sie Leute wirklich jagen. Damit können sie Leute, die Position von Leuten feststellen über Geolocation, und können Leute wirklich gezielt jagen. So, also, wer von euch ist nicht überrascht gewesen davon? Ich bin so glücklich, dass ich endlich an einem Punkt angekommen bin, wo niemand seine Hand gehoben hat, bis auf diesen einen, aber ich glaube, der hat mich falsch verstanden. Oder aber du bist einfach brillant. Und bitte benutze deine Brillanz und arbeite an offenen Projekten. Er hört unter nicht perfekten Übersetzung zu. Ich möchte euch noch ermutigen, einfach mehr Dokumente zu leaken und damit euch ein großes neues Jahr wünschen. Thank you very much, Jake. Vielen Dank, Jake. Thank you. I'm afraid we ran all out of time. Ich glaube, wir haben Zeit tatsächlich verbraucht, keine Fragen und Antworten. Tut mir sehr leid für alle, die Fragen stellen wollten. Na, wir haben eine Pressekonferz. Ja, sagen wir mal, lassen wir besetzen den Raum für weitere 5 Minuten, oder wisst ihr vielleicht, dass es eine Pressekonferenzraum gibt, und da könnt ihr alle hingehen, Fragen stellen in 30 Minuten, wenn ihr interessiert seid. Und ich werde tatsächlich verfügbar sein, bis ich erschossen werde für Fragen. In the immortal words of Julian Assange, in den sterblichen Worten von Julian Assange, was auch immer passiert, erinnert euch, falls es ein Video davon gibt, dann war es Mord. Thank you. Please give a warm round of applause to Jake Applebaum. Warmen Applaus für Jake Applebaum, bitte.